Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Ich begrüße euch zu einer neuen Aufnahme Calling. Ich hoffe, ihr habt einigermaßen den Schock vom letzten Mal verdauen können. Der Schock, der da besagt, dass wir mit diesem Spiel noch nicht durch sind. Denn es geht jetzt noch munter flockig weiter. Im Mimonischen Abgrund. Was zum Teufel? Das Licht ist ein bisschen instabil, glaube ich. Ja, es geht noch weiter im Mimonischen Abgrund. Wir haben jetzt ein Ende von Calling gesehen, aber das ist noch nicht das wahre Ende. Und um das wahre Ende herauszufinden oder tatsächlich um das wahre Ende sehen zu können, müssen wir jetzt noch ein ganz klein wenig hier im Mimonischen Abgrund umherwandern. Wahlweise zum Beispiel auch mit Makoto, den wir ja bisher noch gar nicht spielen durften. Und ja, dann lasst uns doch... Das Schöne bei diesem zweiten Durchgang ist jetzt, wir sehen tatsächlich alle Ereignisse so, wie sie wirklich in ihrer chronologischen Reihenfolge passiert sind. Sprich irgendwie, na gut, im Endeffekt, das Intro hat es ja schon gesagt. Wir waren also alle in diesem Chatraum, Makoto, Shin, Chiyo, Rin und eben dann später Kuroneko. Alle waren sie in diesem Chatraum und alle wurden sie dann in den Mimonischen Abgrund gezogen und Makoto ist als erstes eben... Wow... Makoto ist als erstes eben hier gelandet. Dem Spiel dauerte schon mal zu lange. Ein großer Fernseher, die Lautsprecher sehen teuer aus. Dem Spiel dauerte schon mal zu lange, dass ich hier die ganze Zeit nur auf der Stelle herumstehe. Kann ich auf eine gewisse Art und Weise fast verstehen. Ich glaube, das soll nur scary sein. Also das hat jetzt nichts weiter zu sagen, dass der Fernseher da angesprungen ist. Ist aber ein schöner Fernseher. Ist ein großer Flachbildfernseher mit DVD-Player und... Weiß nicht, ob das eine Konsole sein soll oder so, ich habe keinen Schimmer. Gut, okay, schauen wir uns noch weiter um. Man könnte, glaube ich... Oh, cool. Ja, Geister sind auch energiebewusst. Die lassen den Fernseher dann auch nicht die ganze Zeit laufen. Man könnte auf eine gewisse Art und Weise ein unheimliches Poster natürlich auch so gewisse Rückschlüsse ziehen, sag ich mal, wem dieses Zimmer hier gehören könnte. Wenn ihr euch das hier so anguckt, welcher unserer Protagonisten wohnt wohl am ehesten hier? Vielleicht ja irgendwie der Nerd. Ja, Anime-Fan, Otaku, was auch immer. Da sind jede Menge Zeitschriften, die sich mit Okkultismus und dem Übernatürlichen befassen. Ja, also ich muss kein Prophet sein, um euch jetzt an der Stelle sagen zu können, dass Shin hier wohnt, gewohnt hat, wie auch immer. Und wir sind jetzt also in seinem Zimmer gelandet. Aha, das war der Wecker, na gut. Und da haben wir das Mobiltelefon, wie wir hierher gekommen sind. So, gut zu wissen. Dann haben wir ja das schon mal. Jetzt sind wir natürlich ein bisschen erfahrungstechnisch weiter als Makoto. Wir wissen schon, wie das Ganze hier funktioniert. Er wiederum eigentlich noch nicht. Ein Poster für eine Show namens Armed Soldier Mako mit Aya, Yayoi, Mako, Kori und Mana in der Hauptrolle. Ja, das ist bestimmt eine ganz tolle Anime-Serie. Seht ihr euch das mit den Postern und so weiter an. Wow, und hier leicht bekleidete Frauen, wuhu, mit Waffen und allem drum und dran. Würde ich mir wahrscheinlich selber angucken. Hier haben wir noch die dazugehörigen Figuren. Das ist die Figur eines Mädchens mit einem großen Schwert. Auf dem Namensschild steht Aya. Oh ja, sie hat ein großes, großes Schwert. Hat sie ja tatsächlich. Man kann sich das Ganze angucken. Sieht hübsch aus. Ja, frisch aus Final Fantasy oder ähnlichem entsprungen, wie auch immer. Das ist die Figur eines Mädchens mit einem Regenschirm. Auf dem Namensschild steht Yori. Ach, Yori soll das heißen, nicht Kori. Okay. Ja, das ist also Yori. Sie kämpft mit einem Regenschirm. Ja, hat bestimmt voll die krassen Moves drauf. Das ist die Figur eines Mädchens mit einem Katana. Auf dem Namensschild steht Mako. Hat Mako... Weiß nicht. Mako bedeutet irgendwas. Ich glaube, das wusste ich sogar mal. Aber ich komme jetzt nicht drauf. Ist egal. Da sie in der Mitte steht, muss sie wahrscheinlich einigermaßen wichtig sein. Sie wird die Anführerin der Truppe sein oder so. Das ist die Figur eines Mädchens mit einer Schusswaffe. Auf dem Namensschild steht Yayoi. Ja, das... Naja, eine Schusswaffe. Sie kämpft mit zwei Revolvern. Auch nicht schlecht. Kann man mal machen. So, das ist die Figur eines Mädchens, das in der Luft schwebt. Auf dem Namensschild steht Mana. Mana, Mana. Babi, Babiba. Mana, Mana.
Ah, sie kämpft so mit Magiekarten oder irgendwie so ein Gedöns. Irgendwie cool. Es gibt aber nicht wirklich ein Anime, oder? Der davon handelt. Ich wette, das ist komplett ausgedacht. Aber das ist natürlich auch cool. So ein Poster. Ich weiß, dass manche Leute das tatsächlich so machen. Ein Poster an die Decke hängen, quasi gesehen übers Bett. Und damit sie da immer drauf gucken können. Irgendwie spannend, interessant. Kann man so machen. So, okay. Und jetzt haben wir hier natürlich noch den total tollen Computer und einen total tollen Schrank, wo total tolle Dinge drin liegen, die jetzt aber nur minder interessant sind. Nein, wir haben einen Schnieschner Schnupsenschlüssel erhalten, natürlich, der wieder irgendwas in der Galerie freischaltet oder so. Okay. Kennwort geschützt. Benutzername Armed Soldier. Passwort. So, und jetzt muss man ein bisschen überlegen. Nebenbei übrigens, also ich habe noch nie so eine Tastatur gesehen. Ich bezweifle auch, dass es in Japan so ist, oder? Dass die von oben nach unten A bis Z haben? Mal davon abgesehen, dass die in Japan wahrscheinlich dann irgendwelche Schriftzeichen drauf zu stehen haben oder so, aber das hier ist gerade. Also diese Tastatur ist sehr eigen und sehr schwachsinnig. Aber okay. So. Im Endeffekt läuft es jetzt darauf hinaus, dass wir tatsächlich drauf kommen müssen, wie dieses Passwort lautet für den dummen Computer. Und naja, wir haben mehr oder weniger viele, ja, Hinweise, die darauf hindeuten übrigens. Ja, die Tür können wir nicht öffnen. Es könnte ja unter Umständen etwas mit diesem Armed Soldier, Anime, Manga, was auch immer zu tun haben. Und da haben wir hier so viele wunderbare fluffige Namen, wie Aya, Yori, Yayoi und so weiter und so fort. Und die könnte man jetzt alle ausprobieren. Und zum Glück weiß ich's jetzt an der Stelle, weil ich es vorhin erst gelesen habe. Hust, hust, dazu sage ich aber vielleicht später nochmal was. Das Passwort müsste Mako sein. Also quasi die Anführerin. Mal gucken, ob das so stimmt. Ah, dieser Chatraum. Warum ist diese Seite geöffnet? Nun vermutlich, weil Shin hier als letztes auch tatsächlich drauf war. Guten Abend an alle. Ja, guten Abend. Ich hätte nicht gedacht, dass so viele Leute hier sind. Und so, hier für eine Zeitschrift, der unabhängige Okkultismus, Samsara. Ja, gruselig, jo, Chatraum, bla, Geister. Kuroneko, guten Abend zusammen. Und eine Telefonnummer. 997 684 771. Was ist das? Eine Telefonnummer? 68 Notizblock, Telefonnummern hinzugefügt. Mit deinem Notizblock kannst du dir die gesammelten Telefonnummern ansehen. Du greifst auf den Notizblock zu, indem du dein Mobiltelefon öffnest und den C-Knopf drückst. Ja, so funktioniert das mit Makoto. Als Journalist ist er ein ganz klein bisschen besser ausgerüstet als so manch andere Leute. Heißes Mobiltelefon. Heißes Mobiltelefon. Wisst ihr, warum das so übersetzt wurde? Weil er so ein scharfes Anime-Mädchen auf dem Display zu sehen ist. Deswegen ist es ein heißes Mobiltelefon. Ich finde das irgendwie süß. Na gut, okay, ja. Makoto ist ein bisschen besser ausgerüstet als Rin oder so, weil er Journalist ist. Er hat einen Notizblock nebenbei. Das heißt, nie wieder irgendwie Mobiltelefonnummern merken oder irgendwie sowas in der Art. Sondern stattdessen kann ich mit Makoto tatsächlich so arbeiten. Ich rufe mir nebenbei den Notizblock auf und kann dann ja, mir bequem, ich kann bequem die Nummern abtippen. Das passt dann. Das ist wunderbar, das ist schön, das funktioniert und das macht die ganze Angelegenheit mit ihm dann doch ein bisschen entspannter. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Blöd wird es dann nur, wenn wir irgendwann wieder den Charakter wechseln und ich dann verzweifelt mit Rin vermutlich den Notizblock suche, aber das ist dann mein Problem. Ja. Was geht hier vor? Ich wollte doch nur anrufen. Ich wollte doch nur anrufen. Ich habe mich da wohl verwählt. Irgendjemand meinte mal, dass die Synchronsprecher unter Umständen österreichischer Herkunft sind oder so, weil das hört man irgendwie heraus. Ich weiß nicht genau, hört man das tatsächlich heraus? Du kannst im Dunkeln nicht gut sehen, ja. Dann halt nicht. Mist. Kühlschrank geht auch nicht. Ist zu dunkel. Aber guck mal, was wir hier haben. Neben
lustigen Köpfen. Ein Lichtschalter. Ein Kopf. Oh, die Frau wollte mir Hallo sagen. Da unten liegt was. Du hast Sadaos Memo 1 erhalten. Sadao? War das nicht unser Kollege? Ich habe mir gedacht, dass dies passieren könnte. Aber jetzt, da es geschehen ist, ist es doch kaum zu glauben. Das ist fast wie der Schönheitssalon, in dem ich zuerst Nachforschungen angestellt habe. Aber es ist anscheinend nicht derselbe Ort. Es gibt keinen Ausgang. Nein, um präziser zu sein, es gibt eine Tür, aber dahinter ist nichts. Nur ein bodenloser Abgrund, ohne Himmel. Einfach das Nichts. Ich habe eine herumliegende Zeitschrift hineingeworfen, um zu sehen, was geschieht. Aber sie verschwand aus meiner Sichtweite, ohne ein Geräusch zu verursachen. Es wäre zu gewagt, einfach rauszuspringen. Sag das mal rein. Ich glaube, dass die Leute, die das Bewusstsein verloren haben, genau dies erlebt haben. Irgendwo zwischen Leben und Tod. Ich werde es den Memonischen Abgrund nennen. Memonischer Abgrund. TM. Sadao hat das Ganze quasi gesehen, erfunden. Und ich habe irgendwie gerade Schwierigkeiten, einen Nieser zurückzuhalten. Das ist Sadaos Handschrift. Das ist cool. So. Mobiltelefon. Das ist wichtig. Das ist schön. Warum geben wir so verdammte Geräusche ab, wenn wir hier einfach nur so... als ob er irgendwie auf seinen hochhackigen Schuhen laufen würde, aber na gut. So, 1, 2 oder 3. Letzte Chance vorbei. Nein, eigentlich 1, 2, 3 oder 4. Ich werde einen Schlüssel brauchen. Nix. Nix. Halt doch, Moment. Du hast Memo eines Streuners 9 erhalten. Ja, der Streuner streunte auch hier herum. Ich werde mich beruhigen und alles niederschreiben. Vor wenigen Augenblicken war ich noch in meinem Zimmer im Internet. Zimmer im Internet. In meinem Zimmer im Internet? Dann war ich plötzlich in einem Chatraum, konnte aber nicht zurückgehen und auch nicht den Browser schließen. Darum habe ich mir angesehen, über was dort gesprochen wird. Nach einer Weile betrat jemand mit dem Namen Kuroneko den Chatraum und ich bekam einen Telefonanruf. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich ans Telefon gegangen bin. Ich glaube, ich kann davon ausgehen, dass der Anruf die Ursache war. Aber auch dieser Chatraum war ziemlich verdächtig. Gut zu wissen. So. Andere Leute, selbe Probleme. Wir kennen mittlerweile das Prozedere, wie die schwarze Seite funktioniert. Diese Bücher sind voller Schnitttechniken für Friseure. Wir sind hier in einem Friseursalon gelandet und dann auf einmal ergeben auch die Köpfe plötzlich Sinn. Das sind die Köpfe von Schaufensterpuppen. Ja, mit verschiedenen Frisuren halt so ausstaffiert und so. Die sehen halt alle mehr oder weniger glücklich aus tatsächlich, aber na gut. Ja, wie das halt so ist. So, der Kopf liegt dort unten rum, das ist halt so. Hier auf den ganzen Dingern steht nichts drauf. Dieses Sideboard, kann ich das irgendwie... Nee, oder? Nö, will er nicht. Alles uninteressant. Der Kühlschrank ist auch uninteressant für ihn. Dann gehen wir halt hinaus, / hinein. Hallo? Okay. Du hast Memo eines Streuners 10 erhalten. Wir sind jetzt hinter der Theke. Die Tür zum Raum der Angestellten war nicht verschlossen. Ziemlich leichtsinnig, wenn alle über Nacht nach Hause gegangen sind. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich habe das Gefühl, dass mich jemand beobachtet. Ich will nicht lange hier bleiben. Beobachten ist immer scheiße. Kasse? Geld mitnehmen? Nee? Okay. Das ist eine Preisliste der erhältlichen Haarschnitte. Das ist immer so eine Sache, die ich nicht wirklich verstehe. Ich meine, ich als Mann, der alle 2 Monate oder so zum Friseur geht. Alle 2 Monate kommt hin, ja. Ich weiß immer nicht, nach was die das berechnen oder so. Ich bin immer der Meinung, dass ich was Unterschiedliches bezahle. Sie machen immer dasselbe, aber ich bezahle immer unterschiedliche Preise. Also zumindest bei meinem Friseur. Ich weiß nicht, woran das liegt. Und ich bin so... verwundert und verblüfft. Ich glaube, bei Frauen, da steht das meistens doch irgendwo tatsächlich. So, Frauenhaarschnitt kostet so und so viel. Außer vielleicht beim Männerfriseur. Aber sowas soll es auch geben, tatsächlich. Dann steht da draußen eben dran, hier so und so, Kurzhaarschnitt, 10 Euro, was weiß ich. Irgendwie sowas in der Art. Bei meinem Friseur steht nirgendwo sowas. Keine Preislisten am Schaufenster oder irgendwie sowas. Ich habe da noch nie eine Preisliste ausliegen sehen. Also, von daher, keine Ahnung. Ich habe so das Gefühl, die machen das nach Gutdünken. Wie die gerade selber Bock haben oder so. Ich meine, es ist okay. Ich beschwere mich nicht, weil dafür geht das immer ganz schnell da. Rein, raus, fertig.
aber man muss sich auch nicht vorher anmelden oder irgendwie sowas in der Art. Das finde ich immer sehr angenehm. Und ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Das ist das Symbol für diesen Salon. Was ist das? Was geht hier vor? Ja, das ist, das draußen. Ups. Hallo? Das ist das draußen. Das draußen ist doof. Oh, der Ventilator läuft. Ein gutes Zeichen, meistens. Man hört sich das auch tatsächlich. Wow. Das sind Haarfärbeprodukte. Haarfärbe. Das sind, ja. Hier wird Leuten der Kopf gewaschen. Mehr oder weniger angenehm. Da unten liegt tatsächlich etwas. Du hast Schlüssel erhalten. Okay. Ich glaube, ich kann den Spind mit diesem Schlüssel öffnen. Und ich glaube, ich bin nicht alleine. Was? Gut zu wissen. Das Licht ist übrigens ausgegangen, ne? Ja, du kannst im Dunkeln nicht gut sehen. Okay. Hier ist nur eine Tussi, die anderen Leuten die Haare schneidet. Alles in Ordnung. Alles super. Finde ich gut. Das ist ein ganz normaler Job und Beruf. Mach nur mal die Tür zu, ne? Ist schon in Ordnung. Lichtschalter funktioniert nicht mehr. Okay. Dann schließen wir jetzt mal den ollen Spind auf. Und finden hier eine Taschenlampe. Fortschritt. Oder so. Was auch immer wir jetzt mit der Taschenlampe anfangen sollen, offen gesagt. Aber okay. Ich meine, Licht hatten wir doch auf Feuer. Oder nicht? Oder doch? Oder? Müssen wir wohl nochmal rausgehen. Okay. Sitzt da jemand? Kenn ich dich? Kann das wahr sein? Er kam uns doch seltsam bekannt vor, oder? Etwas liegen lassen. Du hast Sadaos Notizbuch 2 erhalten. Zunächst der Tod einer Friseurin in einem Schönheitssalon. Ihr Name war Midori Kato, 20 Jahre alt. Sie war neu und arbeitete dort erst seit dem Frühjahr. Die Managerin verließ den Salon, laut eigener Aussage, nachdem sie Midori gebeten hatte zu schließen. Als sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit kam, fand sie Midori tot und eiskalt auf dem Fußboden. Es wurde schlecht geheizt. Gestern schien es ihr noch gut zu gehen und es war nichts Ungewöhnliches festzustellen. Es gab keinen Hinweis auf einen Kampf im Laden und auch ihre Brieftasche war noch in ihrer Handtasche. Außerdem hielt sie ihr Mobiltelefon in der Hand. Es ist sicher, dass es in dem Laden keinen PC gab. Anscheinend weist nichts auf die schwarze Seite hin. Aber es sind noch so viele Fragen offen, dass nichts ausgeschlossen werden kann. Sadao? Sadao? Das muss es sein, Sadao. Sadao, der ein bisschen aufgeräumt hat. Zumindest haben wir ein bisschen was poltern hören. Und was er genau gepoltert hat, das schauen wir uns beim nächsten Mal an, wenn es hier weitergeht mit Calling und den unheimlichen Umständen im Frisiersalon um die Ecke. Man darf gespannt sein, was hier noch so alles passiert. Ich sag für den Moment dann aber erstmal wieder tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.